Recht herzlich willkommen zur 135. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal gesagt, wir wollen hier irgendwo Straßenbahn bauen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da vorgehen, ne? Straßenbahn, U-Bahn, Straßenbahn. Wir haben gedacht, dass wir das so machen. Oh, interessant. Einbahn-Straßenbahngleis, Zweibahn-Straßenbahngleis. Und das ist ein Vierspur-Straßenbahngleis. Das wäre ja eigentlich das, was ich so favorisieren würde, ne? Und wir sollten mal gerade gucken. Kann man das hier sehen? Ja, hier gucken. Hier ist zum Beispiel so eine schicke Dingens, sag schon. U-Bahn-Station. Und wir können jetzt hier so gucken, dass wir da, ne, hier in dieses Wohngebiet reinziehen, die Straßenbahn. Müssen wir dann mal schauen. Und da sind aber wahrscheinlich nur zweispurige Straßen, ne? Oh. Das passt schon mal nicht. Warte mal, lass mal Escape nochmal drücken. Wo war jetzt die U-Bahn-Station? Die sehe ich jetzt nämlich nicht wirklich, ne? Da ist sie. Okay, dann geht nur zweispurig. Zweispurige Straße mit Straßenbahngleis wäre ja dann das, ne? Die würde ich jetzt von da losziehen und geht nicht. Geht das so dann? Ne, warte, das war das Ausrufezeichen, ne? Upgraden. Genau, geht. Das ist nur eine zweispurige Straße. Ich dachte, hier wäre vierspurig. Ist sie doch auch. Oder? Auch mit parkenden Autos auch noch. Auch cool, oder? Naja, dann ist es so. Fahren da um die Ecke, ne? Genau. Hat er schon? Hat er schon. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in irgendeine Sackgasse reinfahren, ne? So. Hier hätte ich ja jetzt gesagt, gehen wir nochmal hier unten lang, oder? Es klingelt nicht immer sozusagen, wenn ich da gebaut habe. Auch interessant, oder? Okay, das sieht gut aus alles. Und dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. So, und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da noch irgendwo das Depot hinkriegen. Und das können wir aber hier hin machen, ne? Warte, da müssen wir aber dann noch mal eine Straße bauen, ne? Die wahrscheinlich dann da lang geht. Ja, das eine Gebäude muss jetzt leider weg. Ich würde es jetzt so machen. Und dann das da dran. Zack. Passt, oder? So, jetzt müssen wir noch überlegen, wo wir hier den machen sollen. Da eine. Da eine. Da eine. Da eine. Da eine. Da. Da. Dort. Dort.
Ja, dann da eine, dort und wir können da schließen. Die zweite Linie würde ich dann gegenüber bauen, ne? Macht er das auch? Ja. Also die ein bisschen versetzt bauen, da. Da. Die kann auch andersrum fahren eigentlich, ne, oder? Ja, die fährt ja auch andersrum. Ja. Und hier haben wir da oben einen hingesetzt. Das würde bedeuten, ich würde sie hier noch hinsetzen. Und dann da eine. Und hier hinten noch einen und schließen. So, jetzt würde mich noch interessieren, ob schon eine Straßenbahn irgendwo ist. War das die grüne? Nein, es muss was Lilanes sein, ne? Da fährt sie schon. Oh, drei Stück gleich. Cool, haben wir die Linie fertig? Das hat schon mal gut geklappt, oder? So, dann müssten wir weiter gucken, wie wir von hier noch weiterarbeiten können. Ich würde jetzt hier noch irgendwo eine bauen. Jetzt würde mich wirklich interessieren, ob ich diese nicht bauen kann. Das ist hier eigentlich vierspurig. Oh, da geht's. Und da nicht. Das ist doch nicht wahr, oder? Ach, da reißt er doch die Häuser ab. Ja. Aber hier tendenziell einspurig. Einfach aus dem Grund, weil ich. Ne, da müssen wir noch zweispurig machen. Weil ich nicht hin und her fahren will. Einspurig vollkommen ausreichend, ne? Straßenbahngleis, hier ist es. Also ich würde jetzt das so machen. Boah, dann wird die Straße kleiner gemacht, oder was? Ach, dann gehen da gar keine Autos mehr lang. Noch besser, hä? Okay, dann müssen wir das wohl nochmal ändern. Okay, so geht's. Wo fahren wir denn mit der lang? Gute Frage, ne? Hier lang? Nee, da ist ja schon der Bahnhof, ne? Wäre jetzt blöd, mit dem Bahnhof da lang zu fahren, oder? Aber das ist jetzt auch wieder doof geregelt, weil man nicht sehen kann, wo das ist. Ja, doof. Ah, da ist das Ende angezeigt. Würde ich jetzt mal sagen, machen wir hier hin. Einmal noch drehen und gucken, wo es da lang gehen kann. Tendenziell würde ich sagen, wir fahren am Bahnhof vorbei. Ist das hier eine Sackgasse? Nein, ne? Zack, und durchs Industriegebiet zurück. Na, super. Hier ist nicht angeschlossen irgendwie, oder? Warum macht dann das jetzt? Hallo? Oh, das ist jetzt fehlgeschlagen, ne?
War das nicht Rechtsklick? Ach ne, Rechtsklick ist die Richtung ändern, okay. So passt's. Jetzt ist richtig. Und da muss man was entfernen. Geht das mit entfernen? Nein. Geht nur so, ne? Und dann ist gleich die ganze Straße weg. Das ist auch schön. Müssen wir da wieder eine hinbauen. Ich habe aber keine Ahnung, welche da war. Zack. Passt. Ist wieder angeschlossen. Da kann man auch Straßen mit Einbahnstraßen und so bauen, aber wir wollen das ja nicht. So, da ist okay. Warum da jetzt nicht geht, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt auch nicht unser Problem. Okay. Hier ist jetzt auch wieder so ein Ding, das er nicht verbindet. Also okay. Ich glaube, das muss andersrum, dann geht's. Super, oder? Voll doof. Wo ist die andere Seite denn? Und da ist ja schon eine Straße, ne? Oder Straßenbahn. Gut, okay, das hat geklappt, denke ich. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier eine Haltestelle dann hinzaubern. Wo ist denn die Busbahnhaltestelle? Da wäre eine. Gut. Da. Dorthin. Dorthin. Da eine. Hier blinken überall Haltestellen, die nicht angeschlossen sind. Keine Ahnung warum. Ah, hier passt irgendwas nicht. Das ist schon wieder super. Sieht jetzt aber gut aus, oder? Jetzt musste man da dann auch eine hinkriegen, ne? Supi. Okay, dann müssen die da umsteigen. Hier ist auch wieder falsch rum. Toll, oder? Ich weiß jetzt aber nicht, ob es richtig oder falsch ist. Eine zweispurige Einbahnstraße mit Gleisen für Straßenbahn. Gut geringe Verkehrsaufkommen. Ja, ich verstehe jetzt. Ich habe jetzt, glaube ich, Einbahnstraßen dann gebaut, oder? Da ist wohl gut. Ach, jetzt verstehe ich den ganzen Sinn dahinter. Eine Zweispurstraße mit Straßenbahngleisen. Und das hier ist unabhängige Einbahnstraßenbahngleis. Ich verstehe es nicht. Aha, das sind hier normale Straßen, glaube ich. Ja, wir werden die ganzen Straßen jetzt nochmal bauen können, weil das irgendwas nicht geklappt hat.
Und diese Bushaltestellen sind nämlich deswegen markiert. Weil die Linie da weg ist, weil das eine Einbahnstraße geworden ist. Das war das Problem, ne? Wie das jetzt weitergeht, kann ich auch noch nicht so genau sagen. So, das Depot, wo ist das? Immer noch nicht gesichtet. Jetzt ist auch das Straßenbahngleis weg. Hier ist es. Jetzt habe ich die Orientierung im Endeffekt verloren. Ne, da ist er. Okay. So, jetzt passt alles soweit, ne? Also hier wäre es, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht verstanden, aber wir müssen nächstes Mal dann uns das nochmal genauer angucken, glaube. Ich glaube, jetzt habe ich das mit der Straßenbahn. So, und jetzt müssen wir gucken, wo wir aufgehört haben mit der Haltelinie da, mit der Linie. Hier ist sie zu Ende oder noch nicht zu Ende. So, jetzt packe ich die an und ziehe die hier irgendwo hin. Geht aber nicht, dann bleibt die da. So. Geht dahin. Geht dahin. Geht dahin. Dahin. Dorthin. Dahin. Dahin. Und schließt sich. Oder auch nicht, ne? Wo ist die letzte da? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Und dann schließe ich sie da und fertig. Geht nicht. Irgendwo fehlt hier ein Gleis. Oh. Hochschwieriges Ding, ne? Warum fährt er da nicht lang? Ah, hier muss schon irgendwo ein Problem liegen. Ah, ein unabhängiges Straßenbahngleis ist das. Na super, das hat ja auch wieder geklappt. Ah, deswegen haut das auch alles ab. Naja, kriegen wir auch noch irgendwann hin, ne? So, nochmal gucken. Die Bushaltestelle mal nochmal wegmachen, dahin machen. Dorthin machen geht jetzt. Nimmt er die auch mit? Nein. Schließe einfach und fertig. So, jetzt sagt er aber, das ist nicht zu. Und jetzt haben wir hier eine neue gebastelt, oder was? Oh, das erscheint mir sehr, sehr kompliziert mit den Straßenbahnbahnen. Aha, da ist die letzte. Die ziehe ich jetzt mal ein Stück da weg.
So, jetzt habe ich sie angepackt und dann müsste es eigentlich wieder gehen, oder? Und schließen. Ja, jetzt hat es endlich funktioniert. Jetzt sollten da auch Wagen drauf fahren. Gut, okay. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.